Regionalliga Mitteldeutschland empfingen die Ringer vom AC Germania Aachen am Samstag den AC Werdau. Die belegten vor dem Kampf Platz 3 in der Tabelle und diesen dritten Platz konnten sich die Germanen mit einem Sieg sichern. Denn nur mit einem Punkt Rückstand belegte man Platz 4. Vor einer wie immer beeindruckenden Kulisse war das auf jeden Fall eine machbare Aufgabe. In der Aachener Unstruthalle hatten die Ringer des AC Germania am Samstag zum 14. Kampftag geladen. Der Gegner, der AC 1897 Werdau. Diese hatten sich bis dahin auf den dritten Platz in der Tabelle der Regionalliga Mitteldeutschland gekämpft. Am Samstag sollte es nun einen Vorgeschmack auf die kommenden Ringkämpfe geben. Immerhin stehen nach den Sachsen noch Luckenwalde, Zellermeles und Pauser Plauen auf dem Plan. Allesamt Anwärter auf die Podiumsplätze. In der Hinrunde hatten die Germanen ein 18:18 gegen die Werdauer Ringer geschafft. Für den 14. Kampftag musste nun ein Sieg her. Also heute stehen wir nicht mit 9 Mann auf der Matte, sondern mit 11, 10 in der Mannschaft, unsere Zuschauer mit dazu als 11. Mann. Heute müssen wir die Sache hier kippen, heute müssen wir auf alle Fälle gewinnen. Das ist oberstes Ziel und so ist die Mannschaft auch eingestellt. Der Unterstützung des 11. Mannes konnten sich die Germanen sicher sein, denn an Fans mangelt es den Aachenern ja bekanntlich nicht. Aber auch das Team aus Werdau hatte seinen Fanblock mit in die Salinestadt gebracht und der machte sich schon vor Beginn der Wettkämpfe warm. Es galt am Samstag also zu gewinnen, immerhin stünde bei einer Niederlage der 4. Tabellenplatz in Gefahr und das sollte um jeden Preis verhindert werden. 19.30 Uhr ging es dann los in der Gewichtsklasse bis 55 Kilogramm, griechisch-römisch. Es standen sich Florian Mucho und Jan Penzold auf der Matte gegenüber. Nach einem zögerlichen Beginn legte der Aachener los. Schon in der ersten Runde machte der 15-jährige Florian Mucho seine Überlegenheit auf heimischer Matte deutlich. Mit einem 5:0 war er der klare Sieger der ersten Runde. Auch im weiteren Verlauf des Kampfes war für den Sachsen kaum mehr etwas zu holen. Aachen ging nach dem ersten Fight mit einem 3:0 von der Matte. Als nächstes wurde zur Gewichtsklasse bis 120 Kilogramm gepfiffen. Daniel Geist stand keine leichte Aufgabe bevor. Das sah auch Trainer Michael Getschmann so. Werdau hat eine sehr gute Obergruppe. Das heißt, ab der 74 Kilogramm ist es sehr, sehr schwer, dort ihm beizukommen. Erneut sah sich Daniel Geist wie schon im September Jörg Kosowski gegenüber. Dieser hatte ihn im Hinkampf mit einem Schultersieg in der zweiten Runde mit 4:0 bezwungen. Diesmal hieß das Ziel Schadensbegrenzung und das schaffte der 17-jährige Aachener letzten Endes auch. Über die Etappen 0:3, 1:5 und 1:3 hatte er zwar keine Chance gegen den 38-jährigen Routinier, aber am Ende war man mit der 3:0 Niederlage zufrieden. Es stand nach dem zweiten Kampf also 3:3. In der dritten Begegnung des Abends standen sich Stefan Knopf und Markus Nürnberger auf der Matte gegenüber, in der Gewichtsklasse bis 60 Kilogramm Freistil. Stefan Knopf ließ von Anfang an keinen Zweifel daran, wer der Herr im Haus in der Unstruthalle ist. Er hatte alles im Griff und konnte über 3 Runden hinweg punkten. Über die Stationen 5:1, 6:0 und nochmal 6:0 holte er den Germanen einen weiteren klaren Punktsieg und brachte seine Mannschaft wieder in Führung. Darum so wenig Punkte wie möglich abzugeben, ging es auch in der Klasse bis 96 Kilogramm. Auch Mario Panic hatte mit Markus Weiß keinen leichten Gegner erwischt. Doch machte er es dem Sachsen auch nicht zu einfach. Über die Rundenergebnisse 0:2, 0:3 und nochmal 0:3 holte sich Markus Weiß einen 0:3 Punktsieg. Damit hatte Mario Panic seinen Soll erfüllt. Geschlagen geben musste sich auch Tobias Böck nach 3 Runden. Gegen Arne Brömme fand er einfach kein Mittel und musste schließlich nachgeben. Damit lagen die Gastgeber zur Pause mit 6:9 zurück. Nach der Pause musste die Aufholjagd beginnen, wenn die Aachener weiterhin im oberen Tabellenbereich mitmischen wollten. Doch gleich im ersten Fight nach der Pause mussten die Gastgeber weitere 3 Punkte abgeben. Mike Oppermann hatte keine Chance gegen Christian Weiß.
Über die Stationen 6:0, 7:0 und nochmal 7:0 holt Steve Briller in der Klasse bis 66 Kilo auf. Der Lohn 4 Punkte nach technischer Überlegenheit gegen Andy Hoter. Waschek Scheiner kann nachlegen und im Kampf mit Lars Probst 3 Punkte erringen. In der Klasse bis 74 Kilo konnte Andreas Behring gegen Florian Frank noch einmal gut machen. 3:1 hieß es nach 4 Runden. Felix Tätner macht den Abend schließlich perfekt. Gegen Tobias Nürnberger kann er noch einmal 4 Punkte für sein Team holen. Der Sieg der Germanen ist damit geschafft und auch der Sprung in Richtung Tabellenspitze. Mit 20:13 haben sich die Germanen ihren verdienten Sieg in die Unstruthalle geholt. Auf dem neu erworbenen Rang 3 in der Tabelle können sich die Arthurner allerdings nicht ausruhen, denn schon am kommenden Samstag stehen sie dem Luckenwalder SC auf heimischer Matte gegenüber.